Oh, Telefon! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Ich hab was im Auge. Ich hab was in der Nase, glaube ich. Koks! Ja. Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Ihr geilen Schnittchen, moin hallo. Moin. Ja, willkommen zurück zu einer Folge Worms Clan Wars mit allen aus dem Team Pete's Meet, außer Sebastian, denn der ist gerade auf einem Rave. Der hat Spaß mit einer Ziege gerade. Bram ist einmal leider gebuggt und dann mussten wir ihn erschießen. Ja, was hat denn der für eine lange Reaktionszeit? Flashback. Wenn ich das richtig sehe. LOL! Mir ist ein Vogel auf der Hand gelandet. Ist gut. Also wie viel füllt man die Flasche auf? Du nimmst die in die Hand. LOL. Ja, das K auf der Map habt ihr, weil da. Weil hier tausende von diesen Dingern sind. LOL. Okay. Nein! Das ist halt der Einzige, der da dran war. Ja, oh Gott! Mal. Okay, ich bin komplett durchgefallen. Ja, wie hieß denn die tägliche Nachrichtensendung? Aktuelle Kamera und meine ist gerade eingefroren. Ja. Moment, was? Die Nachrichtensendung heißt aktuelle Kamera? Ja. Das war total Banane. Nee, das war eben nicht Banane. Ja, hatten so die ja nicht. So! Klugi, wir müssen direkt... Nächster Peter-Urz-Witz! Ey, du Fickerich! Selber Fickerich! Ja, Pimmel selber. Das nächste, was ich von euch hätte gerne, ist eine Hauptstadt. Eine da Hauptstadt? Läuft. Wir haben von Sebastian Bangladesch. Wir haben von Bram... No, God, please, no! 42 Jahre Rest. Alter, Peach ist rechts von mir gekommen. Ja, rechts ist immer besser. So, weiter. Ihr kommt auch nichts entgegen, Jay. Ich sehe das. Drei? Ja, Entschuldigung. Du warst sehr lieb von dann dir. Dann fick dich halt, ne? Die Fresse. Ja. Ich hab doch nicht gesagt, ich hab gesagt, ich seh das nur. Hoffentlich verlierst du jetzt, ja? Bam! Doch, so, zu Recht. Da bist du tot. So ein Wichser, Bram. Ja. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Escape from Tarkov to Dear. Geht direkt los. Ha! Oh Gott! Action, man! Woo! Was ist los mit dir? Ich bin Action, man! Oh, ich hab keine Schuss mehr! Scheiße, ich hatte keine Schuss mehr. Was stimmt nicht mit dir, Peter Smits? Für was wurde denn Sigmund Jähn berühmt? Das stimmt, wir sind immer noch bei Politik. Er hat in seinem speziellen Bereich dafür gesorgt, dass die DDR die BRD überflügelt hat, weil er darin der Erste war. Ja, der hat als ja, Erster... Was denn? Was weiß ich, was kann man als Erstes gemacht? Der war als Erster im Weltall. Ja, korrekt. Richtig. Ach, das war ein Astronaut? Ja, als ob. Was? Als ob. Ein Penis heißt, ich bin nicht ganz so weit oben. Ach, Mann, ich brauche jetzt irgendwas, wo man richtig ficken kann, ey. Nice, Cock. Das ist echt kurz, ne? 7 ist nicht so viel. Aber ich habe auch wirklich den kleinsten. Ich hatte den auch, meiner war auch nicht größer. Lol, das hat der wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Wenn der den einfach mitschleift und der winkt da rum. Was? Aber der sieht nicht mal gestresst aus. Der hat wirklich nicht mitbekommen. Der LKW-Fahrer kriegt das gar nicht mit, der hat den gerammt. Alter. Lol. Krass. Uff. Das war der erste aus. Oh mein Gott, die Bus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat dir richtig den Arsch gerettet. Für was steht die Abkürzung VEB? Volkseigener Bauunternehmer. Oh, Volkseigener ist richtig. Volkseigener Brille. Nein. Volkseigener. Okay. Wenn man wieder, vielleicht kann man manchmal machen die Spiele auch Spaß, wenn man mal so einen Fightstick rausholen kann und so. Das finde ich eigentlich ganz okay. Immer mal wieder lustig. Ja, für so ein paar Stunden ist das auf jeden Fall lustig, aber... Ja, Peters verschmitzter Blick, weil er dachte, der Fightstick, jetzt macht er einen Peniswitz. Das ist doch klar. Genau den Blick habe ich gesehen bei Peter. Den Blick habe ich so gesehen bei Peter. Du hast meine Gedanken so weit von durchschaut. Peter gewinnt halt noch. Das ist wie ein Würfelspiel hier. So. Gucken wir Peter zu. Peter kommt aus der Kurve raus. Foley hat einen Fehler gemacht. Uno Nudeln ist auch noch mit dabei. Versucht sich da irgendwie asozial zu verhalten, aber Peter bestraft ihn direkt. Sehr gut. Weiter geht's. Dritter. Nee, das ist schon alles korrekt im Kontext hier eingeordnet. Ja, der ist doch einfach nur lachen gewesen. Warum
Steht hier ein Glas Gurken rum. Gurken sind Liebe, Gurken sind Leben. Ich liebe Gurken, sie verleihen mir Glücksgefühle. Gurken, Gurken, Gurken. Okay. Okay. Das ist mein Büro. Was ich du? Dzień dobry. Tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram. Odlecie sam. Skrajne zapomnienia. Nimm das, aber ich brauche. Kannst du mal ein bisschen freundlicher sein? Adalet Arschid. Arsch. Ich glaube, ich habe alles gefunden. Luftfussel habe ich aber. Ich muss raus! Ah! Schmuggelware gefunden. So, mein Freund. Ich sehe zwar aus wie einer von den Bee Gees, aber mit Staying Alive kann ich dir vielleicht nicht unbedingt dienen. Ab ins Arbeitslager. Ist verhaftet. Alles, was du kannst, wird gegen dich verwendet werden. That's not how it works. Ja, Scholleck dich selber. Papiere. Dokumenti. Foto. Ey! Lauf zur Polizei, verfolg ihn! Der bricht durch! Scheiße, habe ich auf die Kuh geschossen? Die ist das Pappkuh. Ach, das war doch ganz erfrischend. Einfach Leute ins Arbeitslager schicken. Nordlicht. Wo ist denn Nordlicht? Im Norden. Achso. Leg da mal eine Granate runter, ich will wissen, was passiert, Peter. Bitte. Leg da mal eine Granate runter. Oder Geschütz, ja? Mach mal. Oh, Scheiße! Oh, Peter! Und ich. Boah. Das war ein Fail. Nee, also das ist ja tatsächlich durch dein Ding passiert. Gemacht. Okay. Alter, guckt ihr euch das unten rechts. Das sieht aus wie Vorhaut. Wie sieht deine Vorhaut bitte aus? Oh, erstmal den Sack richten. So. Alle drei. So, wir gehen jetzt mal ganz geschmeidig rein. In die Villa, da sehe ich mich. Let's go. Ich suche jetzt ganz da hinten zur Villa zu fliegen. Einfach mal so im Hinblick darauf, dass hoffentlich auch niemand mitkommt. Da möchte noch jemand mit zu meiner Villa. Das ist doch Jules, oder? Oh, da kommt jemand tatsächlich mit. Das ist aber schlecht für dich. Ich habe schon G36. Das werde ich jetzt durchladen und dann werde ich zu dir kommen. Und dann werde ich dich töten. Das tut mir schrecklich. Shit. Oh shit, jetzt hat er mich gesehen. Jetzt habe ich ihn gesehen. Sieht der mich überhaupt? Ohohoho. Den holen wir uns. Was? Sorry, Sepp. Ich habe dich informt, entführt, Esmeralda. Ich möchte dich viel lieber haben. Ja, Roche ist überhaupt nicht der Mann, der dich wirklich liebt. Wo ist mir Roche? Hä? Wo ist mir Roche? So abdürchte Fußgänger, also warum rede ich dann so komisch? Ich wurde entführt. Meine Schwiegertochter wurde entführt? Ach, nimm doch nicht die kleine Karte. Meine Schwiegertochter wurde entführt. Ja, nimm doch ein bisschen was mit Stil, ey. Ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Ja, weiß ich nicht. Noch nicht so ganz, wo die... Er wurde entführt. Gott hat mich schon mit Roche Ich mach dir das Fenster zu, dann sieht Gott das nicht. Ich bin gar nicht mehr Jungfrau. Gleich nicht mehr. Licker Hole? Ah, oh, Alter, ich licke auch gleich gerne mal dein Hole. Er will mit meinem Hole was machen. What the fuck? Bist du der komische Typ, der mir ständig seinen Pimmel schickt? Ja, aber... In echt ist er noch viel kleiner. Und er stinkt dafür mehr. Ja, ich bin gerade auch nicht wirklich nah. Ich bin so nah! Ja, du bist sehr nah. Rette sie! Hier. Ich weiß nicht wo! Liegt unten noch Geld? Ja, alles voll. Also der untere Vault ist voll, der obere Vault ist leer. Ja, lass runtergehen, komm. Gerade voll der Camper. Ja, Moment, Moment. Da kommt einer. Hahaha, Sepp wird sich ärgern. Nice. Scheiße, jetzt steht da immer einer drin! Als ob da einer die ganze Zeit drin steht. Er sieht mich nicht. Da einer wieder oberer wollte. Ne, da bist du, Entschuldigung. Ja. Der Joker ist halt noch hier irgendwo am Start. Ich stehe als Mini-Mini. Ja, ich mach die Arcades gerade. Ist gerade weggegangen. Egal.
Der geht jetzt zum anderen Tresor. Zeigen. Ja, dann nehme ich die Kohle mit. Der geht zum ersten Tresor, der ja. Doch, der ist doch immer hier unten. Ja doch, sehe ich. Ja, warte, dann können wir den gemeinsam machen. Bleib mal da. Gemeinsam machen. Hat er in der Kamera oder was? Also nicht. Sind beide jetzt Main Lobby? Oh, da ist ein Mini-Mi unten. Ich habe ihn gerade in der Kamera gesehen. Beide gehen, glaube ich, nach unten. Ich habe gerade in der Kamera ein fucking Mini-Mi gesehen. Da ist er! Nice. Sepp, ich versuche mit der Kamera zu gucken. Okay, jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Was dann? Da, jetzt müsste... Oh. Hier ist einfach mein fucking Controller. So. Okay. Sepp hat gerade einen Controller geschmissen. Ja, okay, ein bisschen weggelegt. Ich wusste doch nicht, dass das Spiel jemanden so aggressiv machen kann. In diesem Madikwe Game Reserve gibt es extrem viele Elefanten. Das ist sogar eine Plage schon fast da. In der Rulani Safari Lodge war ich tatsächlich. Da hatten wir Spaß. Es gibt hier leider nicht so viel Google Bumsi. Nice Übersicht über das Madikwe Game Reserve, muss ich mal ganz kurz sagen. Das sieht so aus, als wäre das hier schon ein bisschen veraltet, diese Bilder. In der Tat. Wir waren... Wenn du hier entlang gehst, waren wir dahin. Das war das von Hanni und mir, wo wir gestellt haben. Da hat man hier auch so einen kleinen Pool, wie den hier. War mega nice. Aber ich bin überrascht. Man kann super weit gucken und ich sehe keinen einzigen Elefanten. Was war noch wieder komplett frei unbenutzt? Hey, das sind Zebras! Okay, ich habe das Gefühl, dass ich viel zu... Ich habe 9 Minuten schon an dem Elefanten verschwendet. Was so schön Urlaubstipps und alles. Oh mein Gott, was mache ich denn? Ah, passiert. Was ist das denn? Oh mein Gott, habe ich einen Abgang gemacht. Oh, ich auch. Scheiße, man fällt doch nicht 1000 Jahre darunter. Ja, man fällt dann erst nochmal eine Dreiviertelstunde. Was? Also wenn du eine Rote in der Luft hast, hat die Bombe gleich belastet. Alter, ja! So. Also ich war gerade zu weit links tatsächlich, aber... Gucken wir mal, was passiert. Oh oh. Oh oh. Ey, komm, jetzt nicht am letzten Loch oder nee. So. Ey, nee. Alter. Mein Gott. Dieser kurze Stillstand, den das Spiel einem gibt. Mich freut es dabei sein, da... Nee. Ran ans Jägerschnitzel. Und ein bisschen panieren und dann viel Spaß dabei mit ein bisschen Ketchup. Haut rein.